Hi ihr Süßen, ich wollte euch heute mal ein kleines Do-it-yourself machen. Ich bin gerade bei meiner Mom und habe diese süßen Fruchtzwerge-Rehe gebastelt. Es war relativ spontan und sie hatte Gott sei Dank alles dafür zu Hause. Also man hat so kleine Wackelaugen gebraucht, eine kleine Schere oder eine große, je nachdem. Ein Schleifenpapier und Heißklebepistole. Ihr könnt aber auch jeden anderen Kleber nehmen, den hatten wir halt jetzt gerade da, deswegen habe ich den genutzt. Und natürlich Fruchtzwerge. Dann habe ich mir aus dem Internet ein Reh ausgedruckt, was ich von der Größe her perfekt fand. Und schneide das jetzt erstmal aus. So, jetzt übertragen wir das Ganze und umfahren sozusagen die Schablone auf einem grünen Karton. Könnt ihr natürlich jede andere Farbe auch nehmen, aber ich fand das Grün jetzt eigentlich total passend wegen den Fruchtzwergen. Wenn dieses erledigt ist, müsste man das 13 Mal wiederholen, weil bei uns sind 13 Kinder in der Kita. Und das habe ich dann auch getan und es hat ewig gedauert. Aber ich hatte fleißige Unterstützung, meine Mom hat mir geholfen und somit ging es etwas schneller. So, fertig, weiter geht's. Dann habe ich mir so einen Fruchtzwerg genommen und dann die Breite ermittelt und bin das auch nochmal umrandet und habe dann das Ganze ausgeschnitten. Auch schon das Band zum Spiel und hier sollte man das Ganze so einmal um den Fruchtzwerg drumherum legen, damit man die Größe ermitteln kann, beziehungsweise die Länge, wie lang das Band sein muss, um es drumherum zu legen und das dann logischerweise abschneiden. So, jetzt kommt der Kleber ins Spiel. Meine Heißklebepistole, Achtung, ist nicht so heiß wie normalerweise. Die habe ich gerade erst angemacht, dadurch ging es. Alles, was heißer ist, also wenn die schon eine halbe Stunde an ist, dann kann es sein, dass euch das Fruchtzwerg wegbrennt. Deswegen eher so gleich am Anfang, wenn ihr mit Heißklebepistole arbeitet, den Kleber dann gleich nehmen. Ansonsten schmilzt euch das weg, dann nehmt lieber einen normalen Bastelkleber. So, nun der Teil, der eben gerade an der Heißklebepistole so gut ist. Ich muss das Ganze jetzt umranden, damit dann nachher das Reh da drauf hält. Deswegen fand ich den Kleber echt gut, aber das geht natürlich auch mit dem schnellklebenden Bastelkleber super. Und jetzt wird das da nur noch so drauf gesteckt. Und dann ist das eigentlich auch schon fertig. So, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Hinterlasst mir doch gerne mal einen Kommentar, wenn ihr das nachgemacht habt und wie gut das bei euren Kindern ankam. Meiner fand das total toll und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das eben auch in die Kita zu geben, weil ich glaube, dass das eine schöne Idee ist, um den Kindern eine kleine Freude zu machen und zu zeigen, hey, ich habe an euch gedacht. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bis dahin. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!